Rote Rosen, Zusammenbruch. Wie schlecht geht es Britta wirklich? Auf Britta kommen bei Rote Rosen harte Zeiten zu. Lange ist es nicht her, als Hendrik den Rote Rosen ZuschauerInnen zuletzt große Sorge bereitete. Um den Stress des Alltags zu bewältigen, griff der Arzt regelmäßig zu Tabletten und rutschte Stück für Stück in eine gefährliche Abhängigkeit. Allein um das Ansehen seiner Partnerin und der Kinder nicht zu verlieren, schaffte es Hendrik letztlich, sich von den Tabletten zu lösen. Als er geglaubt hatte, dass die schwierige Zeit endlich überstanden war, wurde bei Rote Rosen bitter enttäuscht. Denn der Familienvater griff erneut zu den Tabletten. Doch warum hat er das seiner Familie und seiner Gesundheit angetan? Rote Rosen, Britta findet endlich die Wahrheit über Hendrik heraus. Der Grund für seinen Rückfall ist beruflicher Natur. Wie es in vielen Krankenhäusern üblich ist, herrscht Personalnotstand. Um die Ausfälle zu kompensieren und den Patienten gerecht zu werden, arbeitet Hendrik nonstop. Seine ahnungslose Freundin Britta ist zunächst begeistert von dem Durchhaltevermögen des Arztes und weiß nicht, dass er mit Tabletten nachhilft. Lange gut gehen, wird das aber nicht. Obwohl Hendrik es zunächst schafft, das Geheimnis für sich zu behalten, wird Britta immer misstrauischer. Als sie dann auch noch ein Rezept für Aufputschmittel findet, kann er sich nur mit aller Mühe herausreden. Es kommt, wie es kommen muss. Nachdem Sam einen von Hendriks Pillenblister in die Hände bekommen hat, deckt Hendrik seine Tablettensucht endlich auf. Geschockt muss Britta erkennen, dass ihr Freund sie monatelang belogen hat. Als sie dann auch noch herausfindet, dass ihre Kollegin Silke ihn wochenlang gedeckt, wird es Britta zu viel. Überfordert mit der Situation, bricht sie weinend zusammen. Wie es zwischen den beiden weitergeht, erfahren wir in den kommenden Wochen bei Rote Rosen. Wer keine Folge verpassen möchte, sollte immer montags bis freitags um 14.10 Uhr in der ARD einschalten. Alternativ können Sie die Folgen auch 30 Tage lang nach Zeitpunkt der Ausstrahlung in der Mediathek.